Das Projekt Super 60, aktiv im Ruhestand der Verbandsgemeinde Kaisersesch in Rheinland-Pfalz, unterstützt ältere Menschen in ihrem sozialen Umfeld und bietet sowohl Nachbarschaftshilfe, gemeinsame Freizeitgestaltung, generationsübergreifende Kontakte, als auch Betreuung und Begleitung im Alltag an. Ein zentrales Anliegen von Super 60 ist, das Wissen, die Erfahrung und der Weitblick der über 60-Jährigen an die Folgegenerationen weiterzugeben. Gerhard Thomas werkt einmal pro Woche im Kindergarten. Die Kinder bestimmen quasi selber, was sie machen wollen. Die einen will ein Boot, anderen Flugzeug, anderen Pferd oder eine Katze. Ich gebe denen Anleitungen und wenn sie nicht weiterkommen, helfe ich ihnen auch dann. Ich bin 80 Jahre alt und es macht mir immer noch Spaß. Die Kinder erfahren, dass die Menschen, auch wenn sie älter sind und noch ein bisschen älter geworden sind, sehr viel Wissen haben, sehr viel Know-how und sehr viel Können und Fertigkeiten. Und es ist ein Ort der gegenseitigen Wertschätzung und Akzeptanz des Kennenlernens und des Aufeinanderzugehens. Und die Senioren bekommen natürlich auch das Gefühl, noch gebraucht zu werden, dass sie ganz wichtig sind. Es geht auch um wirklich menschliche Bindungen und Beziehungen, die dort aufgebaut werden. Das ehrenamtliche Engagement ist aber nur ein Aspekt bei Super 60. So werden gemeinsam Ausflugsfahrten unternommen, Integration gelebt oder auch Feste gefeiert. Die meisten Aktionen finden im Mehrgenerationenhaus in Kaisersesch statt, das sich zu einem richtigen Ort der Begegnung entwickelt hat. Hier treffen sich unter anderem die Seniorinnen und Senioren aus den umliegenden 18 Kommunen zu Informationsabenden oder auch PC-Kursen. Wir treffen uns jede Woche einmal und das ist im Prinzip schon ein festgefahrenes Team und dass wir im Prinzip auf gleichem Level sind, dass wir also hier auch gleichmäßig in den Kurs fortschreiten können. Ein Fixpunkt im Monat ist der allseits beliebte Spielenachmittag. Das ist dann schön, dass man sich trifft, man unterhält sich und wir spielen mal das, mal das. Eine Gruppe spielt Skat und wir spielen Domino. Amerikanisches Domino oder wie jetzt hier zum Beispiel Dame. Es kommt darauf an, wie sich das zusammensetzt. Allerdings bleiben die aktiven Senioren im Mehrgenerationenhaus nicht immer unter sich. Und ein besonderer Moment in unserem Haus ist auch die Integration. Hier trifft sich auch in regelmäßigen Abständen der Freundeskreis der Aussiedler, damit auch ja, das Thema der Integration hier seinen Platz findet. Und das ist sehr schön, wie es bei uns hier gelebt wird. Und ich denke mal, ich kann das behaupten, dass sich hier die Menschen aller Altersgruppen sehr gut aufgehoben fühlen und auch angenommen fühlen.